Sein Körper braut Alkohol. Mann trotz 2,1 Promille freigesprochen. Das sind die Top-News des Tages. Skihammer fix. Der österreichische Skiheld Marcel Hirscher hat sein Comeback bekannt gegeben. Jedoch nicht für den ÖSV. Er wechselt zu den Niederlanden. Hirscher möchte Jugendathleten den Vorrang lassen und steigt deshalb in FIS-Rennen ein, die ihm eine hintere Nummer bringen. Geplant ist, dass er im Riesenslalom und Slalom teilnehmen wird. Neue Umfrage. Ein Viertel der Männer ist bereit, Österreich im Kriegsfall mit einer Waffe zu verteidigen. Das zeigen jetzt Ergebnisse einer Untersuchung der Universität Innsbruck. Im weltweiten Vergleich ist die Wehrbereitschaft hierzulande eine der niedrigsten. Trotzdem finden 72% der Befragten, dass die EU militärisch helfen soll, falls Österreich angegriffen wird. Umgekehrt sieht es ganz anders aus. Nur 14% sind der Meinung, dass Österreich anderen EU-Staaten helfen soll. Alk am Steuer. Die Polizei erwischte einen Belgier zweimal mit zu viel Alkohol im Blut. Einmal mit 2,1 Promille, beim zweiten Mal mit 1,6. Eine mehrtägige Untersuchung in einem Krankenhaus zeigte nun aber, dass der Mann am seltenen Eigenbrauersyndrom leidet. Sein Körper produziert also selbst Alkohol. Deshalb wurde er nun freigesprochen. Was passiert, wenn er nochmals erwischt wird, kannst du nachlesen im Artikel über den Link in der Bio.